Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Linke und Grüne, ja, lieber Herr Gastel, bitte tun Sie mir einen Gefallen. Hören Sie auf, die ewige Mehr zu verbreiten. Der Bund investiere nur einseitig in die Straße und vernachlässige die Schiene. Mit dem ständigen Wiederholen der Unwahrheit wird Falsches einfach nicht wahr. Ganz im Gegenteil, ich werde es Ihnen erklären, ganz im Gegenteil, schon in der vergangenen Legislaturperiode hat das Bundesverkehrsministerium die Investitionen im Bereich der Schiene deutlich erhöht. Der Bundesverkehrswegeplan sieht 2030 sieht ein Schieneninvestitionsvolumen von über 113 Milliarden Euro vor. Das sind übrigens 42% des Gesamtvolumens für unsere Verkehrswege, ein absolut historischer Spitzenwert. Auch in 2018 erreichten die Investitionen in das Schienennetz ein Rekordniveau. Bundesminister Andreas Scheuer hat mehrfach deutlich gemacht, dass er diese Politik konsequent fortführen und weiterentwickeln möchte. Etliche Projekte wurden durch ihn vom potenziellen in den vordringlichen Bedarf hochgestuft und damit beschleunigt. Dafür gilt es, ein herzliches Dankeschön an den Bundesminister auszusprechen. Die Mittel für den regionalen Verkehr, die sogenannten GVFG-Mittel, meine Vorredner haben schon angesprochen, wurden oder werden bis 2021 verdreifacht. Das sind die Fakten und aus meiner Sicht sprechen diese auch für sich. Hinzu kommen noch über 50 Millionen Euro für nachhaltige Antriebe im Schienenverkehr, wie die Förderung von Batterie, Brennstoffzellen sowie Hybridfahrzeugen. Mit dem Innovationsprogramm Logistik 2030 wollen wir zudem den Schienengüterverkehr durch digitale Anwendungen und mit ETCS fördern, sowie einen 740-Meter-Zugnetz und autonomen Loks an den Start bringen. Sie sehen also, wir bewegen die Schiene. Allerdings betreiben wir anders wie Sie keine ideologische Verkehrsdebatte, sondern wir unterstützen nicht alle Verkehrsträger, spielen diese nicht gegenseitig aus und arbeiten mit einem ganzheitlichen Blick verkehrsträgerübergreifend. Konkret nochmals zurück auf Ihre Anträge. Sie fordern, ich zitiere, die Bahn wieder ins Land bringen, Bahnstrecken reaktivieren und Abbau von Bahninfrastruktur stoppen. Also würde das verfilmt werden, dann wäre der Titel wohl zurück in die hochdefizitäre Staatsbahn. Allerdings möchte ich nicht der Produzent dieses Filmes sein, vor allem der dieses Projekt auch noch zu finanzieren hat. Ebenso wie Enteignungen keine neuen Wohnungen in Berlin schaffen Streckenreaktivierungen an wenig genutzten Routen auch nicht automatisch mehr Nachfrage. Das sind wirklich die Rezepte von gestern. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin grundsätzlich dafür, Strecken offen zu halten, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist. So zum Beispiel in meiner Heimat bei der Güterstrecke Schierling-Langweid. Aber anders als Sie sehe ich die Notwendigkeit, dass Investitionen vor allem dort erfolgen sollen, wo eine ausreichende und nachhaltige Nachfrage besteht oder wo sogar Engpässe vorhanden sind. Und bei den großen neuen Ausbaustrecken konzentrieren wir uns derzeit bewusst auf Kernnetzkorridore. Wir unterstützen dabei auch die Europäische Kommission, hoffentlich bald unter der Führung von Manfred Weber, bei der Entwicklung und Aufbau des transnationalen Kernnetzes. Mit dem Stilllegen unwirtschaftlicher Strecken wird Spielraum geschaffen, dass die vorhandenen Mittel auch dort eingesetzt werden, wo sie ökonomisch und ökologisch sinnvoll sind, wie auch bei uns in Landshut-Plattling, wo hier streckenweise zweigleisig ausgebaut wird. Anders als die Linken setzen wir uns deshalb für eine flächendeckende Erschließung ein. Wir setzen auf einen Mix der Verkehrsträger, auch was Buszubringerrouten anbelangt. Damit wird klar, aus den genannten Gründen sind die vorliegenden Anträge abzulehnen. Vielen Dank fürs Zuhören. So, vielen Dank, Florian Osner. Und der letzte Redner in dieser lebendigen Debatte ist Felix Schreiner. Jetzt müssen Sie es toppen für die CDU-CSU-Fraktion.